Moin, ich bin der Günther, ich komme aus der Dönerbude und ich habe faktisch gesehen keinen Lebenswillen. Wir spielen heute weiter Helden in einer anderen Dimension und ich freue mich extrem drauf. Ich glaube, noch öfter kann man innerhalb der ersten irgendwie 15 Sekunden eines Videos nicht lügen. Ich habe dezent keinen Bock. Warum sind hier drei? Ach so, ich kann direkt zu Stage 2, 3 oder 4. Ja, werd ich auch, aber... Also, dann mal gucken. Ja, das erste ist wieder mal geschenkt, bevor es zum Stab geht. Das heißt, ich brauche Elektro. Hier ist es recht simpel. Ja, works. Sind zwar alle drei cool, die ich dabei habe. Echt. Also, das haben wir uns gerade geholt. Und bekommen damit das nächste Herz. Die schönsten in diesem Game. Es war ein bisschen mies, die Stelle, aber haben's letztlich hinbekommen. Ja, gut. Auch wenn ich mich gerade frei... Ach so, wegen der Stimme wohl. Oh Gott, da sind mehrere! Da gibt's gleich drei! Also das Ziel ist auf jeden Fall im besten Fall so 28 Minimum. Mit allen plane ich ja überhaupt nicht. Die sind kompliziert, weiß ich. Die sind kompliziert, diese Keks. Okay, das ist die stärkste Unterwasserattacke im Game, sehr sicher. Ist das auf Zeit? Wo? Und warum sterben alle? Ja, Sekunde. Ich habe keine Ahnung, warum bei mir auf einmal alles und jeder wegkrepiert ist. Welcher Sprung? Oh, und ich muss dann Cut setzen im Moment. Ah, scheiße, den wollte ich nicht treffen. Das ist ein roter Schlüssel. Ich weiß gerade nicht, was die Besonderheit ist. Aber ich weiß immer noch nicht, warum du... Ah, da. Okay. Ein Herz haben wir und bekommen ein... Was? Und wie lege ich den... Oh Gott. Ich bin... Es ist einfach diese... Wow. Und jetzt kann ich's... Oh, hoffen wir es. Und danach muss ich erstmal einen Cut setzen nach dem Herz.
So, 13 Herzen haben wir. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Einfach hoffen. Oh. Der Junge kommt jetzt. Jetzt wird's wohl interessant. Das könnte schwierig werden. Oh Gott. Hier scheine ich aber keine andere Wahl zu haben. Ist das dein Ernst? Schnell sein, genau das durfte ich nicht. Ich nehme den mit, weil in diesem Modus... Und warum nicht einfach aus der Distanz auslösen? Ich kann ja sogar aimbotten mit dem Ding. Ja, angucken will ich mir trotzdem schon mal. Was sollte das? Wurde das durch meinen Flug automatisch ausgelöst? Das war, denke ich, gut. Bisschen umgucken, aber das scheint es mit dem Areal gewesen zu sein. Boah, ich mag das nicht. So. Neuer Kollege dabei. Ach, ich kann sogar ein Element annehmen. Und zwar Wasser in dem. Die Tür da hat sich geschlossen. Ah, man hat unter Wasser auch gescheite Angriffe. Auch wenn ich sagen muss, was genau bringt das jetzt unter Wasser so krass? Da muss ich halt erstmal den Gegner irgendwie tot kriegen, so. So, da unten der eine lebt noch. Oh, jetzt kommt ein... Jetzt kommt ein Boss und das Ding. Ich warte mal eine Sekunde, bevor ich hochgehe, wenn der da gerade so aggressiv ist. Ich merke schon, man kann gut campen mit dem Charakter. So, nehmen wir uns auf jeden Fall mit. 19 Herzen haben wir gerade. Vielleicht ein bisschen Heilung mal? Ja, okay. Bisschen passt. Dann Fokus. Der ist wohl der, einer der letzten. Gui. Okay, dann weiter fokussieren. Einfacher wird's kaum. So, dafür gibt's doch ein Herz, oder nicht?
Nee, nur einen Weg weiter. Okay. Alter! Der ist recht vielseitig, habe ich den Eindruck. So, dann Feuer, den Stein. Ja, der ist auf jeden Fall einer der vielseitigsten Charaktere. Ich denke mal... Jetzt. Okay, und bei meinen Freunden ist gerade irgendwas abgegangen. Ah, der hat das Zeug schon gleich alles aufgesammelt. Nur ein bisschen Essen. Wir sind im Moment gut im Rennen bei dieser Stage. Läuft gefühlt besser als in der ersten. So, und dafür wird's jetzt ganz lustig. Leitern. Leitern. Ja, genau, flieg rein. 500 IQ. So, hier gibt's ein... Den wollte ich mitnehmen, du Keck. Und ich denke mal, du meinst es dieses Herz? So. Ich sag ja, den will ich mitnehmen. Nochmal zur Sicherheit fertig umgucken, aber jetzt wird's lustig. Freundeszug. Ich liebe es. Ja, sehr wahrscheinlich. Oder diesen. Ja. Pro Player. Ach so, ich knall hier noch dran. Pro Player Alarm. Ein Freundeszepter zum Ende. Jawohl, die Stage war tatsächlich meiner Meinung nach einfacher als die erste. Aber auf den Boss müssen wir jetzt noch warten. So, eins, zwei und noch ein Zepter. Dann gönnen wir uns nochmal die drei. Waren auch ganz cool hier in der Stage. Und das letzte Herz. Sehr gut. Die Freundeszugpassage lief zum Glück besser, als ich erwartet hätte. Allgemein, es war alles besser, als ich dachte. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Boss klappt. Aber endlich noch einer. Dann nehme ich mir als letzten dich mit. Man kann wirklich immer mit drei Traumfreunden zum Boss kommen. Und gibt's für mich selber noch eine andere Ability? Ich mag Eis nicht sonderlich. Die sind alle nicht so mein Fall, muss ich sagen. Am ehesten wahrscheinlich Bomben. Kann mir irgendwer ein Element geben? Ich weiß nicht, ob Feuer so sinnvoll ist. Kann mir wer Elektro geben, frage ich mal so. Ja.
Elektro kann Margolor mir gönnen. Denn der Boss dieses Areals ist chronologisch natürlich vollkommen korrekt. Ja, absolut nicht chronologisch korrekt. Krakow. Ach, aber die erste Phase ersparen sie gleich. Und ich hab gelernt vom letzten Mal. Ja, das ist wieder der Fisch. Hier kassieren sehr gut von dem Blitz. Allgemein, what the fuck ist denn das gerade? Wait, der hat eine andere zweite Phase. Ich hab mich grad schon gewundert. Schöner Play von Margolor. Oh Gott. Es kam überraschend für mich. Zumindest ernsthaft, ich konnte das nicht zerstören. Ich brauche meine Ability. Und ganz ehrlich, ich nehme Aha auf. Oh Gott, was ist denn das? Aua. Und der Screen ist weg, Hilfe. Wow. Ja, den Kampf war ja echt ziemlich sicher. Digga! Es ist so mies, wie der einfach da unten dann hinkommt, wenn er Bock hat. Aua! Das ist knapp. Der macht immer nur, was er will. Alles klar. Und wie sollte ich da ausweichen? What the fuck soll diese zweite Phase? Die ist ja broken as fuck. Ja, hallo, gib mir... Wieder Blitz. Blitz ist schon sinnvoll. Das ist immer noch nicht Blitz. Digga! Margolor? Danke. Gott! Diese Bosse in dem Modus. Ich hab mich schon gefreut, dass Doppel-Krakow tatsächlich gut lief. Also, Doppelkrakum sollten wir auf jeden Fall ohne großen Schaden hinter uns bringen, das ist wichtig. Das wird aber nicht sein, weil wir die Scheiße sind. Wow! Und das ging jetzt halt zu schnell. Sicher, genau auf meinen Schädel. Ja, der Try ist halt schon so ziemlich verloren, würde ich sagen. Ich bin halb tot. Jetzt tötet ihr auch endlich. Es wird sowieso nichts, wenn wir jetzt nicht das... den krassesten Win aller Zeiten holen. Wichtig, dass wir Schaden schon jetzt machen. Und jetzt auf der Bahn. Natürlich trifft das noch. Ja. Wow, ich glaube, ich sterbe an der Attacke. Thank you.
sondern Klaus so und dann hier hin. Ich spiele das Ganze jetzt defensiv. Oh ja klar, ich konnte nicht fliegen gerade. Okay, Mario macht einen guten Job mit den Bomben. Los, Damage! Damage, jetzt! Oh Gott! Der hätte mich in gefühlt 3 Frames gehittet und wahrscheinlich getötet. Jesus Christ! Und das größte Problem ist, es hat so kurz gedauert, dass wir noch eine Stage heute schaffen. Gott, das war viel zu close. Es war viel zu close. Also, ja, Spaß, Leute. Die Umgebung hier verändert sich mit den mangelnden Portalen. Stage 3. Jetzt. Ich vertraue dem allen nicht hier. Ich vertraue in diesem Modus niemand. Nichts und niemandem. Also, dann weiter. Digga. Wollt ihr die Passage noch länger strecken, bitte? So, da ist es. Und wir beginnen mit Psycho. Psycho kann schon viel Scheiße haben. Ja, die Geokinese relativ vorhersehbar. Wie ging das? Dann halt mit dir. Aktivier das bitte. Okay. Ich merk schon. Ich werd kein Freund dieser Passage. Ach, das war's? Ich war sicher, dass noch mindestens eine Challenge kommt. Okay, und ja. Oh. Von denen habe ich gar keinen Plan. Ja, super, wenn ich nicht mal Ahnung habe, ob die gefühlt lesen können. Oh, yay. Ich denke mal, den Stein brauche ich nicht mehr. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was das für eine Stelle ist. Sekunde. Aha. Man kann keine Traumfreunde verabschieden, glaube ich. Freundsteuerung. LR und Y. Oh, ich hab keinen Bock. Ich weiß, also Ruhe.
7 in der Mitte und dann gegen ihn 2. Das heißt, ich muss außer dem Block da unten. Und jetzt? Aha. Aber ich sehe schon, mein Move hat ja gerade schon beide auf einmal zerstört. Das kann ja auch noch toll werden. Und lass mich raten, man hat keine zweiten Chancen. Schön. Und was soll die Passage? Hä? Warum konnte ich nicht mehr springen? Ich konnte einfach nichts machen. Und, alles klar, dieser Gegner ist ja super. Ein Herz muss ich nachstellen. Boah, scheiße. Oh Gott! Warte. Die da drüben müssen alle bleiben, die Lavablöcke. Die hier müssen alle weg. Und hier unten müssen auch alle, oder nicht? In der Passage werde ich nicht viel reden können. Zwei gibt's dafür noch. Und ich glaube, um sicher zu gehen. Nehme ich mir mal hier ein Highlight-Item. Sei auch ruhig. Du willst mich flachsen. Ja, aber wie soll ich die oben treffen? Wie treffe ich jetzt die hier oben, ohne die da unten zu zerstören? Ich seh's nicht. Ja, es war klar. Wow, und jetzt habe ich verloren, oder? Jetzt habe ich verloren, oder? Ich bekomme keine zweite Chance, sehe ich das richtig? Doch, tatsächlich. Vor allem, warte. Wo ist die Fontäne? Ich bin mir aber sehr sicher, dass die beiden hier eh fehl am Platz sind. Was es einfacher macht... Denn von hier aus... Stimmt. Schön! Sicher treffe ich den da! Wie will man das machen, ohne den zu zerstören? What the fuck? Thank you.
Nein. Pinselwucht, Maler, Boss, Maler. Ja, kommt aber auch direkt. Und wie werde ich den wieder los? Aber das war's auch schon. Fontäne ist 1-1. Der hält schon eine Weile. 3 Herzen dafür. Und dann sind wir doch hoffentlich endlich fertig mit Maler, oder? Ja, das wird eine lange Folge. Wenn die nächsten Stages nicht aus irgendeinem Grund mega kurz sind. Dark Meta Knight kommt als nächstes. Gott. Aber die Passage war nicht so schwer, sondern hauptsächlich nervig. Und zum Glück waren auch die nicht so schwer, die Formationen. Und wie aktiviere ich die? Auf Deutsch. Erstes aktivieren. Zweites auch. Okay. Gib mir mal dein Element. Also hier die beiden muss ich beide aktivieren offensichtlich. Muss ich den selber nehmen? Ja. Weil da diese Affenviecher rumgelaufen sind, dachte ich. Ja, lass mich in Ruhe. So, Puzzleteile und Herz. Gott, ich mag das nicht. Oh, okay, der Charakter ist nicer als ich dachte. Auch der Move ist cool. Der Charakter gefällt mir. Warte. Ich will das erstmal inspizieren. Hä? Hä, zu dem Affen? Stirbt der nicht? Ach so! Jetzt ralle ich die Challenge! Ihr lasst mich noch mal rein, oder? Boah. Ja, wow. Wow, GG. GG! Musst ja nicht unten reinwerfen. Wozu denn? Gott, diese Stage. Sie ist recht großzügig, großteils, weil man eigentlich für alles mehrere Chancen. Das ist ein Joke, oder nicht? Digga! Willst du mir wirklich sagen, dass der jetzt am Schlüssel krepiert ist? Ich hab nicht mehr viel Zeit hier! Wir sind noch nicht wirklich weit mit der Stage. Alter, ich wollte gerade schon. Hallo? Danke. Boah, so unnötig. Und wir haben erst 12 von 30 und haben jetzt schon so lange gebraucht wie für die ganze vorige Stage. Die ist mir nicht sympathisch. Nächste Bombenpassage. Ja, eins muss. 2 anscheinend auch. 3 nicht.
4 schon. 5 auch. 3 als einziges nicht. Ich gehe lieber sicher. Ja. Ja. Nein. Ja. Und letztes Jahr. Okay. Ein bisschen aufmerksam sein. Und einfach an. Hier. Einfach ein bisschen aufpassen, dann passt das. Gib mir bitte mehrere Herzen. Ich will, dass die Stage nicht mehr so lang geht. Ja. Was soll das heißen? Oh Gott. Und das bei dem. Ich glaube, der ist ziemlich knifflig. Das war irgendwie komisch geworfen, aber ich meine, hat getroffen, also... Muss ich erstmal einen Move finden. Eis, Eis, Eis. Unten B in der Luft ist ein Stern. Feuerbombe. Unten B drücken und loslassen. Und jetzt... Hä? Och, der hat aufgehört, der Keck. Ja, ja, oh, wow, das war's. Jetzt macht er natürlich. Wait! Oh! Berechnet! Nee, das war berechnet! Ja, und vor allem sollte ich nicht direkt drunter stehen und du auch nicht. Machst du das? Er läuft auf jeden Fall hoch. Ja. Oh Gott, Digga, das davor! Ich nehme mir einfach... Ich kann keine Ability nehmen anscheinend. Okay, ich habe ja irgendwie auch schon alles. Ich habe da jetzt irgendwie nicht ganz auf den Boden geachtet. Ich habe nur gesehen, da ist ein Stern. Das heißt, da werde ich wohl runter müssen. Da sind 3. Was? Achso, ich muss nur... Hä? Also, einfrieren weiß ich mit welchem Move, aber welcher war Feuer? Oben B, oben kurz B gedrückt, dann loslassen. Das klappt nie im Leben zum Auftauen. Es braucht viel zu lang, der Move. Aber ich hab sonst keinen... Ah, das macht schon bei Kontakt. Hä? Ach so, das ist ja keine, das ist kein Kabel. Sobald das obere durch. Nein!
Scheiße! Ich wusste, dass das passiert. Ja, drei Herzen verloren, die ich wahrscheinlich auch nicht wiederbekommen kann. Hui. Die Stage braucht eine halbe Stunde alleine, Alter. Hätte ich das gewusst, hätte ich die nicht begonnen. Boah, vor allem muss ich jetzt alles nochmal machen. Ach, die bleiben gesaved, gut. Trotzdem. Nicht sympathisch. Also, mach das mal. Mach das mal. Also. Ich weiß halt nicht, wie lange ich es chargen kann. So. Diesmal passt's. Ja, aber die Stage ist noch länger. Und die dauert echt ewig. Wir sind seit 20 Minuten hier dran. Ernsthaft? Oh Gott. Freundesrat? Was? Ah. Ja, aber ich kann den Schlüssel noch nicht einlösen, heißt, ich sollte mich beeilen. Alter, jetzt landet der genau da. Da könnt ihr euch vielleicht mal um den kümmern, ihr Keks? Ja! Super. Oh Gott. Es ist so viel Anspannung. Hier oben wird's, denke ich, höchstens Puzzleteile und Heilung geben, ja. Brauche aber gerade keiner. Und jetzt kommt Freundesrat mit dem Besen, oder? Es ist mir unsympathisch. Wobei ich auch sagen muss, irgendwie wirkt das so, als würde man den Besen einfach komplett außen vor lassen. Ne? Man bekommt den, um die Blätter hier wegzufegen und Punkt. Okay, unten muss ich mir merken für nächstes Mal. Oben muss ich mir merken für nächstes Mal. Ja. Scheiße, kann ich mir das merken? Es war jetzt. Ja. Unten, oben, unten. Für die letzten drei dann. Oh nee, doch nicht, dass ihr es kann. Magolor nehme ich mir immer mit, der ist gut. Es ist gerade anspannend. Ah, komm einfach mal mit, Weibau.
Unten, oben, unten. So, wir holen das. Spaßig. Oben und unten. Und jetzt hier lang. Und damit haben wir alles. Jawohl, auch im zweiten Abschnitt. Vor allem heißt das theoretisch, wir brauchen im letzten Abschnitt. Wir können 14 auslassen und trotzdem das beste Ending bekommen. Das heißt, den letzten Abschnitt können wir, was das angeht, eigentlich sehr gechillt nehmen. Komm du mal mit. Aber wir sind jetzt schon auf über 40 Minuten Videozeit und es fehlt noch der Boss. Und yay. Bosse in diesem Modus. Ich hoffe aber auch ein bisschen, dass es eine... Ich meine, Bomben war ganz gut als Ability, aber Feuer beim ersten fand ich jetzt nicht so prickelnd. Als dritten Traumfreund nehme ich... Komm, lass mich den einen mitnehmen, den wir hier jetzt ein bisschen hatten. Du darfst hier nochmal mitkommen für einen Fight. Boah, komm. Den müssen wir schaffen. Den müssen wir jetzt noch schaffen. Schwert ist mir von dem, was bisher war, am liebsten. Kann gut sein, dass noch was anderes kommt, das ich eher nehmen will. Nein. Andererseits, Spinne ist schon auch gut. Und ich glaube, ich nehme das auch. Spinne. Also, komm, Boss. Ich glaube, ich habe seit langem nicht so wenig in der Folge kommentiert wie heute. Aber die Anspannung ist real. Und es ist chronologisch vollkommen korrekt, natürlich Meta Knight. Und warum ist das kein Smash Bros. Ult? Den würde ich so zocken. Ja, ich kann mich bisher nicht viel bewegen. Wenn ich im Schild abchille, ist es eigentlich recht entspannt. Jawohl, schön, Magolor, schön. Hä, warum? Hä? What the fuck soll das? Was muss ich machen, ne? Muss ich mashen? Hä? Mashen bringt nicht. Ach doch, ich muss aber 2,5 Stunden lang mashen. Bin ich auch so, keine Sorge. Ich werde jetzt von 4 Metern halt mit Projektilen outcampen. Achtung. Damage. Leute, damage ihn.
Ich glaube irgendwie nicht, dass wir den Kampf gewinnen, muss ich sagen. Eine Sekunde zu spät, ja. Team Fledgit! Was zur Hölle? Ja, der Kampf ist rum. Es wird nichts mehr. Bin tot, weil man das nicht shielden kann. What the fuck ist das schon wieder? Und ich spawn jetzt am Anfang dieses Raums, der so ewig lang ist. Du willst mich flachsen, oder? Trotzdem, das dauert in dem Raum auch lang genug. What the fuck sind die Bosse in diesem Modus? Ich hab grad wirklich keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Der ist so broken. Spinne ist mit dem Schild eigentlich schon gut. Boah. Ich hab echt nicht mehr die Zeit für den Scheiß. Ach so, natürlich. Guter Beginn. Ich glaube, hier diese erste Phase camp ich. Die haben geklankt. Das kann Meta Knight mit Schwertkämpfern immer. Das haben wir auch schon beim normalen Meta Knight gesehen. So, erste Phase rum. Margolor ist nicht mehr da, stimmt. Ja, habe ich mir gedacht. Ach so, der macht es auch auf 78.000 Kilometer. War ja schon wieder so einer. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Erster Boss. Ich kämpfe jetzt hier. Ich spiele so defensiv gerade. Spielt so defensiv und wollt ihr euch vielleicht mal wegstellen? Okay, ich stehe toll. Jetzt punishen. Ja, aber nicht grad viel. Der Typ hat aber auch irgendwie eine mega hohe Defense. Der nimmt gefühlt echt kein Damage. Gut möglich. Kann jemand dem anderen helfen? Und jetzt wird's wieder lustig. Macht er wieder die Teilung, ja. Digga, ich spiel so defensiv gerade. Oh.
geil, Bock. Hä? Und wie? Die haben einfach nur daneben geworfen. Jetzt mal im Ernst, es ist traurig, aber es ist wirklich mit Abstand die effektivste Taktik, hier einen ganzen Fight im Schild mit Spinnen zu hocken. Ja, geht alle auf mich, gerne. Ja! Wieder der Move. So, ausweichen, Leute. Und jetzt töten. Es ist guter Damage. Jawohl! Sehr defensives Battle. Sehr defensives Battle hat aber am Ende zum Sieg geführt. Oh Gott. Diese Stage war nochmal eine ganz andere Nummer als die zweite, also. Gott bewahre vor der vierten. Also, vielleicht hat euch die Folge ja gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten und vermutlich letzten Mal wieder. Bis dann und ciao. Also letztes Mal für diesen Modus.